Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen bei Let's Play Fallout 4. Ich bin Kopfgeburt und ja, ich habe ja letztes Mal angedeutet, ne? Ich will eine Entscheidung treffen, und zwar, ob ich jetzt erst hier versuche, mit Vater zu sprechen, beziehungsweise dann die Dings zu warnen oder nicht. Ich werde jetzt erst die Quest... Will ich es wirklich mal... Ich muss gestehen, ich habe mich noch nicht hundertprozentig entschlossen, was ich machen will, ob ich jetzt aufs Finale zu steuern will. Aber ich guck mal ganz kurz auf der Karte, wo ich dafür hin muss. Okay, dafür muss ich ins Institut. Gut, dann habe ich mich jetzt gerade entschlossen, ich werde es nicht machen, weil wenn ich jetzt ins Institut gehen würde, um diese Quest zu starten, befürchte ich, ich werde automatisch das Institut informieren. Will meinen, ich werde mich auf die Seite des Instituts schlagen und dann direkt das Finale ansteuern. Da ich ehrlich gesagt das nicht will, sondern lieber mit der stählernen Bruderschaft die Hut rocken will, habe ich mir entsprechend diese Mission jetzt ausgesucht. Ja, dann halt auch die Fresse. Ja. Ich werde mir jetzt Dans Rüstung schnappen. Zack. Ja, schön, alle umbringen, ich weiß. So, und ich werde mich jetzt dann zur Mars Fusion begeben. Und ich glaube, ihr wisst, was das heißt. Also ich glaube zu wissen, was das heißt. Ich gehe davon aus, dass ihr es vielleicht sogar besser wisst als ich. Vielleicht seid ihr schon weiter, vielleicht habt ihr es schon längst durch und das interessiert euch gar nicht mehr, was ich hier mache. Ist mir an der Stelle einerlei, da ich darauf keinen Einfluss habe. Einfluss habe ich jedoch auf das, was ich jetzt tun werde. Und ich werde mich in Le Grand Final begeben. Ich weiß noch nicht, wie lang das dauert, ob ich es jetzt in einer Folge... Ich würde das einfach mal spontan entscheiden. Ich hoffe, ihr gebt mir das Recht dazu. Ich bin aufgeregt. So, wo muss ich hin? Ach ja, genau, ich muss in den Vertibird. Moment, wo ist... Wo muss ich eigentlich mit Ayo sprechen? Ach so, Moment. Das ist die Variante fürs Institut, glaube ich. Und das ist die für die stählerne Bruderschaft. Gut, dann entscheide ich mich für die stählerne Bruderschaft und den Vertibird. Zack. Jetzt müsste da wahrscheinlich was aufploppen von wegen Quest fehlgeschlagen. Oder auch nicht. Egal. Ich bin jedenfalls gespannt, wie es endet. Doch, ja, fehlgeschlagen. Das war's jetzt. Halt dich lieber fest. Die Landung kann ein wenig ruppig werden. Ich werde mich nie daran gewöhnen, in diesen Dingern zu fliegen. Und auch das ist fehlgeschlagen. Ja, ich habe mich jetzt endgültig gegen die Bruderschaft gegen das Institut gewandt. Aus dem Institut verbannt. Aha. Ich weiß noch nicht, ob ich vielleicht nochmal an meinem letzten Speicherpunkt was machen werde. Also, dass ich nochmal sage, ich nehme die andere Variante und warne das Institut. Ich würde das spontan machen. Ich kann mich gerade nicht entscheiden. Vielleicht schiebe ich das Video noch nach. Weil wäre ja auch ganz interessant, mal die andere Variante zu nehmen. Na? Welcher Lümmel schießt da auf mich? Nichts zu sehen. Ah, Silver Shroud, ja. Von dem wir auch die Nase voll. Und die Fresse dick. Ja, wo sind noch welche da? Juhu, Level Up. Wunderschön.
Na, komm. Ach, ich will doch noch gar nicht runter. Bam. Sehr schön. Endlich zwei Begleiter und dann auch noch mit ordentlich Feuerkraft. Das gefällt mir doch. Oh, er hat es endlich geschafft. Er nimmt eine Minigun. Endlich habe ich einen Begleiter, der in der Lage ist, das Ding mal zu nutzen. Ist das schön. Aber erstmal vergeben wir meinen Talentpunkt. Okay, da wir jetzt eh im Finale sind, würde ich sagen, mache ich einfach das hier. Weil ich ja eh ein Freund von Nahkampfwaffen bin. Und allen damit kräftig den Schädel verbedeln werde. Sichtkontakt verloren. Muss ich hier lang? Ja! So, dann wollen wir uns mal reinhacken. Hack the planet! Hey, Ding! Ach, Raiding stand da, okay. Calling. Nein, schade. Versuchen wir es nochmal. Warrior. Persönliche Intramail, 30.07.77. Oha, das ging ja fix. An Chaoslauf von Enchandrick, Forschungsleiter. Gemäß ihren Anweisungen wurde der Beryllium-Beschleuniger in unserem Hauptreaktor in Untergeschoss 01 installiert. Da ich außerdem die Sicherheit aller Kartenleser im Gebäude erhöht habe, benötigen sie ihre Hauptschlüsselkarte, falls sie die Aufzüge benutzen möchten. Ich möchten Ihnen hiermit mitteilen, noch einmal offiziell... Ja, ich reg mich über die Grammatik auf und kann ich selber nicht vernünftig lesen. Ich möchte Ihnen mitteilen, noch einmal offiziell... Sag mal, bin ich bescheuert? Ich möchte Ihnen hiermit noch einmal offiziell mitteilen, dass ich mit einer Beschleunigung des Projektzeitplans nicht einverstanden bin. Ich finde es beunruhigend, dass die derzeitigen Ereignisse, wie etwa weltweite Unruhen, keinen Einfluss auf Ihre Entscheidung gehabt haben. Mir ist zwar bewusst, dass Ihr Kontakt zum US-Militär eine rationale Vorgehensweise erschweren könnte. Trotzdem empfehle ich Ihnen dringend, die Situation noch einmal zu überdenken. Ich dachte, Sie hätten genau aus diesem Grund Poseidon verlassen, Karl. Was zum Teufel ist Poseidon? Lesen wir die nächste Mail, vielleicht wird sie es uns sagen. Ich beobachte den Reaktor jetzt seit Wochen und der Beryllium-Beschleuniger läuft mit höchster Effizienz. Bisher konnte ich lediglich eine Abnahme des Erbenspektrums von weniger als einem tausendstel Prozent feststellen. Wenn Sie sich eine stabile Plasmareaktion erhofft haben, hier ist sie. Glückwunsch. Vielleicht sollten Sie und das Militär eine Flasche Champagner aufmachen. Komisch, dass er ihn und das Militär immer so disst. Ah, eine andere Mail an ihn. Heute Morgen wurde Dr. Noel Chandrick aus dem Gebäude geführt und sein Vertrag bei Mars Fusion wurde aufgelöst. Der Speicher seines Terminals wurde gelöscht und seine Forschung auf unseren Hauptrechner übertragen. Dr. Chandrick wurde mitgeteilt, dass jeder Versuch, eine Anstellung bei einem konkurrierenden Atomenergieunternehmen zu erhalten, eine Klage nach sich ziehen wird. Laut Vertrag werden seine Pension und die Beihilfen gesperrt. Sollten Sie noch etwas von der Personalabteilung benötigen, teilen Sie es mir bitte mit. Auch übel. Einmal nicht der Meinung des Chefs gewesen und schon gefeuert und man darf sich nirgendwo mehr bewerben und es gibt kein Geld mehr. Cool. Alle Mitarbeiter sind hiermit zur Feiertagsfeier 2077 eingeladen. Die Veranstaltung wird in diesem Jahr auf dem Dach unseres Hauptsitzes abgehalten, um ihnen die Gelegenheit zu bieten, mit ihren Lieben zu essen und den wunderschönen Ausblick über die Stadt zu genießen. Es wird eine Bar und Live-Musik geben. Außerdem findet um 22 Uhr ein besonderes Feuerwerk statt. Wir hoffen, Sie dort begrüßen zu dürfen. Wieso glaube ich, dass das genau der Tag des jüngsten Gerichts war? Ah, obwohl, nee, das war ja nicht irgendwie nachts. Das war ja tagsüber. So, gucken wir mal. Haben wir hier noch was? Ach, ja. Auslosbüroaufnahme, das hören wir uns doch mal eben an. Moment, falsches Fenster. Wo haben wir es? Da. Beruhige dich, Noel. Du wusstest doch, dass das kommt. Keine Ahnung, warum du dich so aufführst. Sag mir nicht, dass ich mich beruhigen soll, Karl. Als ich den Beryllium-Beschleuniger entwickelte, hast du gesagt, dass das zum Wohl der Menschheit ist. Stattdessen finde ich heraus, dass du die ganze Zeit über vorhattest, ihn dem Militär zu übergeben. Du hast mich angelogen. Komm du mal runter von deinem hohen Ross. Hast du in letzter Zeit mal die Zeitung gelesen? Da draußen herrscht Krieg, Doktor.
Und wenn unsere Seite gewinnen soll, braucht sie jede Hilfe, die sie kriegen kann. Ich traue meinen Ohren nicht. Seit wann ergreift die Wissenschaft denn bitte Partei? Was haben sie dir versprochen, Karl? Geld? Politische Gefälligkeiten? Einen verdammten Orden? Das reicht jetzt. Oh nein, du sollst doch mit hier rein. Ingram, verlass mich nicht. Sobald der Testzyklus abgeschlossen ist, packe ich den Beschleuniger ein und schicke ihn nach Washington. Du hast jetzt die Wahl. Entweder gehst du zurück an die Arbeit, oder du verschwindest verdammt nochmal aus meinem Gebäude. So, so ist das also alles passiert. Ich bin gespannt. Ob jetzt eine unerwartete riesige Wendung kommt. Ich mag dich mit deiner Minigun. Komm, schieß mal. Marit, Junge, Marit! Ich sollte mal eine andere Waffe verwenden. Vielleicht? Nein. Da habe ich genug Munition von. Ich verstecke mich einfach hinter den beiden. Hihihi. Oh! Autsch! Verdammt! Wir haben den Strom der Aufzüge gekappt! Treppensteigen. Was? Du glaubst ja wohl. Hau doch ab, doch. Richtig. So, immer noch plündern. Ich weiß ja nicht, ob das hier alles noch weitergeht. Entwicklungsleiterterminal. Gucken wir mal, ob wir da reinkommen. Bin drin. Yay. Intramel Forschungsabteilung. Mhm, an W. Goldberg. Alles ist an Ort und Stelle und wir sind fast bereit, den Beryllium-Beschleuniger in Betrieb zu nehmen. Ich habe Kathy Hathaway auf die Graphenabschirmung angesetzt und das Reaktorteam arbeitet an den Energieberechnungen. Wo ich sie gerade erwähne, Miss Hathaways Beitrag zu diesem Projekt ist von unschätzbarem Wert. Ich würde sie gerne für eine Beförderung empfehlen. Leiten Sie es in die Wege. Was für ein Mist will Shandrish mit seiner Empfehlung für Hathaway da abziehen? Seit 3 Jahren bin ich der Sklave dieses Kerls und dann spaziert dieses Miststück hier rein und klaut mir alles? Ich sag Ihnen mal eins, wenn Sie nichts dagegen unternehmen, bin ich weg. Goldberg. Yay! Energie wiederhergestellt. Wunderbar. Schau mal ganz kurz, ob hier noch irgendwas von Interesse ist. Moment, lag da was? Nein. Ne, nicht wirklich. Ach, nee, komm. Weißt du was, ich habe jetzt keinen Bock mehr zu plündern. Ich will jetzt endlich das große Finale erleben. Lang genug hier rumgegammelt. Kommt. McCree, du auch. Hm? Und? McCree, reinkommen? Hast du Bock? Hallo? Junge, wo bist du? Ach, scheiß drauf. Ja,
wobei Scheiß drauf hätte ich jetzt nicht sagen sollen. Wahrscheinlich hätte ich jetzt eine Feuerunterstützung hier gut gebrauchen können. Bewegung entdeckt. Seltsam. Beschädigt. Ja. Hab ich dich. Zack. Und der Kopf ist weg. Sicherheitsbüro-Terminal. Kann ich mir ein paar Bots hinzuholen oder so? Gucken wir mal. Das ist nicht. Nie auch nicht. Dann bleibt noch Main. Das war's aber auch nicht. Verdammt. Ich will doch einfach nur das Passwort. Holy H2. Hazy? Ha! Oh, eine Mail. Achtung an alle Mitarbeiter aus. Aufgrund des bedauerlichen Sitzstreiks am Haupteingang durch Mitglieder der Öffentlichkeit werden ab sofort neue Sicherheitsmaßnahmen ergriffen. Bitte führen Sie Ihre ID-Karte jederzeit mit sich und halten Sie sich ausschließlich in den für Sie vorgesehenen Bereichen auf. Verlassen Sie das Gebäude ausschließlich durch Ausgänge, die als solche gekennzeichnet sind. Geben Sie Ihr Login-Passwort nicht weiter und gewähren Sie anderen Personen keinen Zugang zu Ihrem Terminal. Jeglicher Verstoß gegen diese Bestimmung hat Ihre sofortige Entlassung bei Mars Fusion zur Folge. An Alpha-Sicherheitseinheiten von Leiter der Sicherheit. Unterrichten Sie bitte Ihre Sicherheitsmitarbeiter darüber, dass Dr. Noel Chandra auf dem Firmengelände von Mars Fusion nicht mehr willkommen ist. Falls Sie ihn innerhalb eines Umkreises von 100 Metern um das Gebäude sehen, wenden Sie sich bitte direkt an mich. Läuft. Turmsteuerung. Aktivieren. Was haben wir noch? Protektorensteuerung. Aktivieren. Wo hab ich jetzt irgendwie... Ach, da. Ja gut, die helfen mir jetzt natürlich herzlich wenig, aber... Ja, wobei, vielleicht können die da hinten ja noch was reißen. Egal. Gehen wir erstmal hier weiter zum Aufzug. Chap, chap, zarab. Und ich hoffe, durch den Aufzug wird dann auch MacReady wieder mit uns quasi teleportiert. Und taucht jetzt gleich hier drin auf. Ja, perfekt. Captain Minigun ist wieder zur Stelle. Und er hat keine Minigun mehr. Verdammte Scheiße. Ja, dann hoffe ich mal, dass du auch sowas reißt. Da ist er ja. Der Reaktor von Mass Fusion. So etwas wird heute gar nicht mehr gebaut. Wozu die Aufregung? So eine Maschine. Na, komisch, dass sowas heute gar nicht mehr gebaut wird, wo die ganze Welt zerbombt ist. So, wenn wir uns reinzuhacken. Cool. Yay! Mehr E-Mails! Heute betreten wir Neuland. Sobald der Schalter des Reaktors umgelegt ist und der Beryllium-Beschleuniger die Fusionsreaktion kalt startet, wird die Clean Power Atomenergie für uns alle Realität. Als Forschungsleiter des Projekts möchte ich Ihnen für Ihre Mitarbeit danken. Viel Glück und alles Gute. Persönliche Intramail. Das Schattenteufel sucht nach einer sicheren Ecke und zieht seine beiden Schlangenbissdolche. Er geht in die Hocke und sagt, Tamasch, hier stimmt etwas nicht. Aha. Schattenteufel schleudert sofort seine Dolche auf die kriechende Form und brüllt, Ganda, über dir, mein Freund! Ich habe eine 16 für den ersten Dolch und eine 7 für den zweiten. Schattenteufel holt seine Handarmbrust aus ihrem Lederhalfter, setzt ein +2-Pfeilmagazin ein und nimmt die Kreatur genau ins Visier. Mit seiner Kraft der Klarsicht versucht er, auf die Schwachstellen der Kreatur zu zielen und feuert. Ich habe eine 3, eine 19 und eine 12. Mann, richtig schlechte Würfe. Tja. So ist das mit Tabletops, wenn man nicht beieinander ist. Egal, aktivieren wir jetzt erstmal alles, ne? Moment. Ich sollte ein bisschen langsamer machen. So, Einheit aktivieren. Zurück. Turmsteuerung. Aktivieren. Sicherheitstürsteuerung. Ist das jetzt die Tür hier vor mir, oder? Ich mache die Tür schließen und guck mal, was passiert. Dann sehe ich es ja. Oh! Ganz schlechte Idee. Sie haben
So, egal, du bist tot. Das ist das Einzige, was mich gerade interessiert. Aber bevor jemand anders euch aktiviert, Jungs und Mädels, die Sicherheitshürde hätte ich vielleicht auflassen sollen. Egal, machen wir es. Eben jetzt nochmal schnell. Sicherheitstürsteuerung. Tür öffnen. So, hätten wir das. Und jetzt kommt Vater. Oder auch nicht. Die Strahlungswerte hier drin sind gefährlich hoch. Sag mir, wenn du Strahlenschutz benötigst. Ich kommuniziere über die Sprechanlage mit dir, während ich alles von hier draußen überwache. Ja, ich glaube, ich warte hier draußen. Na, macht man, lass mich allein. Ich kriege ja eh nur sofort die Fresse dick. Mal kurz etwas hell geleuchtet. Was haben wir hier? Relics? Oh, Entsperrenmeister. Mal gucken. Ich bin der Meister. Wisst ihr was, ganz ehrlich? Obwohl, ach komm, scheiß drauf. Das Terminal hacke ich auf jeden Fall noch. Ja, noch einmal schön im Kreis gehen. Ganz wichtig, sonst klappt's nicht. Ja. Ah, okay, die Mail hatten wir schon. Nachdem du die Kobolde bezwungen hast, betrittst du eine große Kammer. Der Raum ist feucht, dunkel und stinkt nach Innereien. Schattenteufel, du hast das Gefühl, als würden tausende Augen dich aus der Dunkelheit anstarren. Doch deine düstere Sicht offenbart nichts. Ganda, du bemerkst, dass dein Schwert schwach schimmert. Tamash, dein Geistwächter flüstert dir warnend zu, dass sich etwas Übernatürliches an diesem Ort befindet. Tamash, etwas verhindert den Abschluss deines Beschwörungsrituals. Du spürst nur noch die kalte Berührung von etwas Düsterem und Primitiven, das deinen Rücken hinaufkriecht. Du beschließt, es nicht weiter zu verärgern und deine Beschwörung einzustellen. Schattenteufel, du glaubst zu sehen, dass über Ganda etwas an der Decke entlang kriecht. Schattenteufel, deine Dolche treffen den kalten Stein der Decke, nachdem sie die schattenartige schlangenhafte Form widerstandslos durchstoßen haben. Tamash, dein Stab würde die Kammer normalerweise mit reinem Sonnenlicht erfüllen, aber irgendwas hindert die Magier an ihrer vollständigen Aktivierung. Du schaffst es gerade noch, den Raum schwach zu beleuchten. Ganda, dein Schwert zerschneidet die Luft, während die Klinge den Feind durchstößt, der unversehrt bleibt. So, Safe-Steuerung. Ich glaube, die brauchen wir nicht mehr, weil der Safe ja jetzt eh offen ist. Protektoren. Aktivieren wir mal. Im Zweifel hauen wir den kaputt. Na, noch scheint er mir ja nichts zu tun. So, dann gehen wir mal in die Höhle des Löwen. Luftschleusenzyklus eingeleitet. Bitte warten. Leite Dekontaminierungssequenz ein. Wiederverwendung abgeschlossen. Working at the car wash. Uiuiui, ich schmeiß mal direkt Redex rein. Wo war denn... Ach genau, mysteriöses Serum. Ja, ist nur Schadensresistenz. Der Beryllium-Beschleuniger sollte in einem Sockel irgendwo oben im Reaktor stecken. Dann gehe ich mal ganz schnell hoch. Gut, dass ich tonnenweise Redex vorher mitgenommen habe. Ich glaube, ich sollte mal hier raus. Oder waren da Gegner? Moment, ich muss ja kurz gucken, ob das jetzt optional war, die zu besiegen oder nicht. Nee. Ich muss nochmal zurück. Bin zu schnell rausgerannt. Ja, geht's. Bitte warten.
So, wo seid ihr? Ah, da. Eins. Na komm. Und zwei. Das dürften alle gewesen sein. Kann ich mich jetzt dekontaminieren? Bitte warten. Mein Stimpack gefuttert. Aha, wen haben wir denn hier? Oh. Haha. Besiegt. Noch jemand? Keine Fahrkarte? Hier hinten vielleicht? Ach, da war der Turm. Ich bin schon gewundert, welche ich da aktiviert habe. Haben wir es jetzt? Na dann mal raus hier. Ich trage zu viel, das ist nicht gut. Schmeißen wir mal das weg. So, reicht jetzt genau. Und dann mal raus hier. Das Institut hat offenbar Verstärkung geschickt. Oh. Ich hätte mich auch gewundert, wenn wir hier einfach so mit dem Beschleuniger rausspaziert wären. Ich helfe dabei, sie abzuwehren. Schaff du den Beschleuniger hier raus. Einerseits möchte ich dem Institut, der Stellen Bruderschaft natürlich helfen, aber andererseits bin ich auch zu fickerig auf, auf das Ende. Deswegen weiß ich gerade nicht. Ah, okay, die machen ja noch nichts. Weiß nicht geradezu. Oh, ich bin auch noch klein. Was war das denn? Ich hatte da noch voll viel Energie, verdammt. Oh. Ich habe mir überlegt, soll ich einfach rausrennen? Mist, da haben wir irgendwie, glaube ich, von oben in den Kopf geschossen. Ganz ehrlich, ich glaube, ich will jetzt auch keinen Cut machen an der Stelle, auch wenn es zeitlich, glaube ich, ganz gut wäre. Muss ich denn? Ach so, ja, gut. Der Beryllium-Beschleuniger sollte in einem Sockel irgendwo oben im Reaktor stecken. Ja, komm. Okay, machen wir die schnelle Variante. Ich renne einfach nur durch. Nur, dass ihr es wisst. Die Sicherheitsalarm in Reaktorkammer. Notabsperrung eingeladen. Gott sei Dank getroffen und nicht irgendwie daneben gelandet. Bitte warten. Ach, Kinders.
Also ich werde jetzt auf jeden Fall die Mission so weit machen, bis ich zu Liberty Prime komme. Und dem dann das Dings, also das der Gerät geben darf, was ich hier gerade gesammelt habe. Vollkommen egal, ich werde nichts mitnehmen, ich werde einfach mich verpieseln. Aber erst muss ich ja noch ein Geschütz hier erledigen. Da lacht er. Ach ne, oben der Protektron war der letzte. So, Klappe zu, Affe tot. Okay, ich werde jetzt wie gesagt direkt durchrennen. Kein Interesse an. Naja. Das Institut hat offenbar Verstärkung geschickt. Dem Gebäsche hier. Hätte mich auch gewundert, wenn wir hier einfach so mit dem Beschleuniger rausspaziert wären. Ich helfe dabei, sie abzuwehren. Schaff du den Beschleuniger hier raus. Und ich bin weg. Oh Mann, 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 Mann. Spannend. Also ich bin gespannt, wie es jetzt genau ablaufen wird. Ob jetzt das Einsetzen von dem Gerät, was ich da gesammelt habe, in Liberty Prime direkt zur Endsequenz in Anführungsstrichen führt. Oder ob dann noch sozusagen die letzte Mission erst anläuft. Wenn es letzteres ist, mache ich an der Stelle meinen Cut. Dass ihr wisst, dass ich dann am Ende wirklich nur die letzte Mission sehe. Also, ich gehe zumindest davon aus, dass es die letzte ist. Ach, egal, ob es jetzt die letzte ist, die ich gerade mache, oder ob es jetzt noch die vorletzte ist und gleich erst die letzte beginnt. Ich bin sehr aufgeregt. Huhuhuhuhu. Ich hoffe, ihr könnt meinen Enthusiasmus teilen. Greife an. Wo muss ich hin? Karte? Okay, irgendwo sind Feinde. Echt jetzt? Okay, ich guck mal, ob es jetzt geht. Ja. Sorry, dass ich euch so kurz hintereinander zwei Ladebildschirme antue, aber ich möchte euch, wie gesagt, ich wiederhole mich schon. Ich bin halt so aufgeregt. Huhuhu. Komm mal schneller, Ladebildschirm. Schneller, ich hab noch was vor. Sehr gut. Meiner Erfahrung nach finden Großmäuler und Wichtigtuer ihr Ende in einem Begräbnis mit geschlossenem Sarg. Ach, wisst ihr was? Nee, ich mach's anders. Ich mach doch hier meinen Cut. Nächste Folge wird wahrscheinlich das große Finale ausgelöst werden, wenn ich Liberty Prime aktiviere. Ich möchte nicht in das Gemetzel funken, deswegen mache ich meinen Cut an der Stelle. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen, sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski!